Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen in einem neuen Red Dead Online Video von mir. Liebe Leute, ihr wisst ja, dass ich gestern ein kurzes und knappes Event-Wochenvideo gemacht habe, beziehungsweise Event-Monat. Zu dem Zeitpunkt war das noch unklar. Jetzt ist aber klar, dass sich wieder um ein Event-Monat handelt, und das stellt nun mal alles auf den Kopf. Nicht nur, dass der Event-Monat wirklich Müll ist, tut mir leid, ich habe noch nie ein so schlechtes Event gesehen. Wir haben so wenige Rabatte, wir haben so schlechte Boni, abgesehen vom Händler, aber Jesus Christ, das muss wirklich Absicht sein. Aber gleichzeitig zeigt das auch, dass Rockstar wirklich eiskalt den Hashtag ignoriert hat. Rockstar hat offiziell seine Community im Stich gelassen und wieder einmal bewiesen, dass Geld wichtiger ist als Herz. In einer Weise habe ich das erwartet, sage ich offen und ehrlich, dass wir eben nicht das bekommen, was wir wollen, aber ich hätte wenigstens mit einer Reaktion gerechnet, weil das Rockstars Ruf definitiv schadet. Aber nö, wirklich nichts. Disrespect auf höchstem Niveau, und ich kann sagen, dass Rockstar mit diesem Eventmonat unglaublich viele Spieler enttäuscht hat. Das, was ich mir erhofft hatte, war, dass wir wenigstens wieder Eventwochen bekommen, weil das war echt das Einzige, was wir noch hatten. Oder dass wir eventuell stärkere Eventmonate bekommen. Irgendwas. Aber Rockstar hat wirklich auf alles gekotet und gesagt, ihr seid uns egal, aber wir lieben euer Geld. Das Meme im Hintergrund habe ich selbst erstellt, um damit mal zu demonstrieren, wie der Hashtag SaveRedDeadOnline sich geschlagen hat. Kurz gesagt, wir haben hiermit, wie es aussieht, auf ganzer Linie versagt. Rockstar hält sich immer noch standhaft und ignoriert alle, zieht weiterhin sein Ding durch und denkt sich wahrscheinlich sowas wie, ach was soll's, GTA 6 wird alles retten, und wenn nicht, haben wir immer noch GTA 5. Also wen juckt's? Leute, ich muss wirklich sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich sehr stark enttäuscht, dass Rockstar, eine eigentlich so gute Firma, sowas abzieht. Jetzt werden manche Leute sagen, hey, du überdramatisierst das Ganze, es ist halt noch ein Eventmonat, also was soll's, heul mal nicht rum. Aber nein, es ist mehr als das. Es wird nämlich noch viel schlimmer, als sowieso schon vermutet. Aus dem ersten Absatz des Newswire-Artikels lässt sich nämlich Folgendes herauslesen. In den kommenden Monaten wird Red Dead Online den Spielern weiterhin die Möglichkeiten präsentiert. Okay, reicht eigentlich bis hierhin, weil es geht um die ersten Worte dieses Absatzes. In den kommenden Monaten. Das ist eine Bestätigung dafür, dass wir von nun an eine Reihe von Eventsmonaten bekommen werden. Rockstar hat uns damit den ultimativen Mittelfinger auf den Hashtag gegeben und wirklich gezeigt, wie wichtig ihnen die Red Dead Community ist, nämlich absolut gar nicht. Ich habe noch nie eine Aktion wie Save Red Dead Online gesehen, was ja auch gleichzeitig den Frust der Spielerschaft widerspiegelt, aber gleichzeitig ein so perverses Verhalten, wie unsere Firma Rockstar Games an den Tag legt. Wow, einfach nur wow. Diese Firma, die wir geliebt haben, wo ist die hin? Diese Firma, die uns übrigens Red Dead Redemption 2 gegeben hat, also den Story-Modus, den wir alle so lieben, wo wir uns auch einig sind, dass es ein Meisterwerk ist. Dieses Rockstar Games existiert nicht mehr. Seitdem Dan Houser weg ist, schon nicht mehr. Stattdessen haben wir jetzt das hier. Diesen Eventmonat, diesen Artikel, dieses Maß an Respektlosigkeit und dieses neue Rockstar Games. Ihr müsst bedenken, uns entgegenzukommen war wirklich nicht schwer. Eventwochen hätten es schon getan. Das würde zeigen, dass Rockstar zuhört. Aber wir haben nicht mal das bekommen. Wir haben wirklich nichts bekommen. Und nichts ist ein sehr gutes Stichwort, weil wir werden jetzt für eine verdammt lange Zeit nichts bekommen, außer Event Monate. Mir ist bewusst, dass GTA im Fokus liegt, und das sollten wir alle verstehen. Das verstehe ich auch, alles gut. Aber wir wurden wirklich immer ignoriert. Wir waren immer an zweiter Stelle, und jetzt sind wir nicht mal das. GTA, Enhanced und was weiß ich noch was, die GTA-Trilogie, GTA 6, alles hat Vorrang. Und wenn GTA 6 rauskommt, hat der Online-Modus Vorrang. Wenn GTA, Enhanced und irgendwas rauskommt, haben die Updates auf der Version Vorrang, und Red Dead wird nun mal verrotten. Rockstar hat sich bewusst dafür entschieden, Red Dead Online fallen zu lassen, müsst ihr bedenken, nachdem wir wirklich halbwegs okay bis absolut miserablen Content bekommen haben, nachdem wir über 2 Jahre nichts Gutes bekommen haben, nachdem wir kaum Content bekommen haben, nachdem das Spiel 7 Monate unspielbar war und Rockstar sich einen Dreck darum geschert hat, nachdem die Community so treu geblieben ist und mit Aktionen wie Save Red Dead Online und der Clownswelle was bewegen wollte, nachdem die Spieler so unglaublich viele Ideen eingebracht haben, wie man das Spiel retten könnte, zieht Rockstar jetzt final die Reißleine und sagt Adieu. Natürlich hat Rockstar das nicht direkt gesagt, das werden die auch nie, damit die Investoren zufrieden sind. Wir werden sowas nie zu hören bekommen, weil das für sie kontraproduktiv wäre. Aber ich kann euch sagen, das hier wird die längste Durststrecke, die wir jemals erlebt haben. Natürlich kann es sein, dass Rockstar noch irgendwas in petto hat, aber die werden das nicht freigeben. Es kommt für eine ganze Weile nichts mehr. Der Newswire-Artikel sagt genau das aus. Selbst dieser Eventmonat ist so faul und schlecht. Selbst darum wird sich nicht mehr geschert. Das war's also, wie es aussieht. Also ist klar, ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten, aber selbst ich zocke mittlerweile so viele andere Games wie Monster Hunter World
World, Ghost of Tsushima, Tekken 7, Yu-Gi-Oh! Master Duel, Watch Dogs 2, Skyrim und viele andere, weil der Online-Modus von Red Dead einfach tot zu sein scheint. Es tut sich seit Monaten kaum noch was und zwischen diesen Zeiten, während die Updates rauskommen, fühlt sich das Spiel auch tot an. Als Blood Money rauskam, habe ich kaum Veränderungen gespürt. Als Call to Arms rauskam, klar, war cool, aber wir haben immer noch dieselben 5 Maps wie am Anfang. Warum? Es gab zum Winter-Event 4 neue Maps, sogar zu Halloween 4 neue Maps. Ist das so schwer, neue Maps hinzuzufügen, die wir immer haben? Der Modus ist super beliebt, wieso wird darauf nicht weiter aufgebaut? Ich habe wirklich das Gefühl, ich weiß aber nicht warum, dass Rockstar das mit voller Absicht macht. Aber wo ist da der Sinn? Warum sollte man das machen? Das ist ja Schwachsinn, weil im Endeffekt verdienen sie an dem Spiel. Zwar nicht viel, aber es ist immer noch ein Plus, was auch super easy ausbaufähig wäre, aber nö. Rockstar macht die Schotten dicht und macht das, was sie am besten können, nämlich einfach schweigen. Wie dem auch sei, ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten, ihr kennt mich, da müsst ihr euch also keine Gedanken machen, aber ich musste und wollte einfach mal meine Meinung zu diesem Thema sagen, weil es mich wirklich ein bisschen bedrückt hat, dass das ganze Spiel vor die Hunde geht, aber so ist das nun mal. Sollte es irgendwelche neuen Infos geben, bin ich sofort am Start und wenn nicht, dann nicht. Ich sage ciao, arrivederci, amen akoim und bis zum nächsten Mal.